So, Leider. meine erste kleine. Hallo, entschuldige mal, die Leute wollen doch, dass du da bist. Meinst du? Ja, also, glaube ich, weiß ich es nicht so genau. So, genau, meine erste kleine Kolonie wächst und gedeiht nicht so besonders schnell, wie ich sagen möchte. Aber das kennen wir ja schon. Wie kann man das unterstützen, indem man da einen Handelsrouten Handelskonvoi, setzt. genau. Den muss ich aber erstmal erstellen, Bauen. den Händler bauen, genau. Bauen ist das Wort. Und dann bauen wir noch das. So. Gut, das haben wir. Der kann da eine Ausgrabung starten. Meine Stadt ist umzingelt von Würmern. Ich habe zwei Stück in Sichtweite von meiner Stadt. Das Ach finde ich nicht so, so ich soll gut. einen zerstören, aber ich habe keinen bei mir. Ja, Aber ich ich habe. komme jetzt, ich würde gerne zu dir kommen, aber das dann bin ich erst irgendwie übermorgen da. Das würde sich sogar lohnen, weil wir sind mittlerweile ja sogar verbündet miteinander. Ja, stimmt, Das das haben haben wir wir jetzt gerade gerade in der gemacht. Pause gemacht. Und jetzt heißt, wir bringen uns gar nicht mehr automatisch alle gegenseitig um. Ich beende mal auch die Runde, damit wir diese ewigen Berechnungen wieder Ja. uns antun Dass können. das so schnell, so früh schon so lange dauert. Nicht mal Runde 50 und Ja. schon so. Ja, das ist vielleicht, das hat sich auch nicht groß verbessert seit dem großen Patch, der heute war. Das heißt ja immer Never Play on Patch Day, aber wir machen das, wir wagen das jetzt heute mal bei so einem völlig kaputten Spiel wie Beyond. Ach, wem mache ich was vor? Das Spiel funktioniert hervorragend und der Patch heute hat nur Kleinigkeiten verändert. Aber findige. Oh, warte mal, dadurch scheitert die Quest kulturelle Bürde. Ist mir doch egal. Ist das schlimm, wenn die scheitert? Nee, das Weiß ich nicht. ist nicht schlimm. Ich denke nicht. Ich will ja sowieso nicht. Ach, scheiß drauf. Ja, mein Gott. Was haben die schon je für mich getan? So. Genau, bei dem Spiel ändert sich jetzt nicht viel durch die Patches. Glaube ich, zumindest durch den ersten nicht. Wir haben ein paar Detailverbesserungen, ein paar Fehler behoben. Nicht so wild Ja. alles. Hier Wo baut Kultur. der jetzt gerade hin, ja? Brauche ich denn am ehesten? Wie viel Wissenschaft hast du denn? Ich habe ein plus 9, also das ist ein Witz. Ja. Das ist ein Witz, ist das. Könnte ich ruhig noch mehr haben, sehe ich Habe ich mal von so. hier schon Handelsrouten? Nee, dann baue ich ja erstmal einen Handelskonvoi. Das ist schon mal ganz hilfreich. Mach das doch. Gut. Kann ich hier noch irgendwas Sinnvolles machen? Ich habe auch kein Geld mehr. Habe ich gerade alles ausgegeben für den Ich habe auch Handelskonvoi. nichts mehr. Was blöd ist das? Ah, ich habe wieder die Pfeiltasten gedrückt in dem Moment, wo die Runde beendet war. Jetzt. Du kannst einfach auf die Karte umklicken, ist mir letztens aufgefallen. Ah, okay. Ah, cool. Ja, das hilft. Ja, gar nicht schlecht, ne? Wie du das wieder gemacht hast. So, Questentscheidung. Kreativer Funke. Unser Kolonialnetz wird durch einen Thorium-Reaktor mit Energie versorgt. Bla 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 bla. Reaktor ist so effektiv, kaum ausgelastet. So, soll der mehr Energie bringen oder mehr Produktion? Schneller bauen oder mehr Geld haben, um Sachen zu kaufen. Ich glaube, ich baue schon schnell genug. Ich mache jetzt hier mehr Geld. Geld ist immer gut. Hey, ich habe eine Einheit auf Veteranenstatus. Und eine Questentscheidung. Holla die Waldfee. 10% Arbeitsgeschwindigkeit oder ein Nahrung durch Recycler. Arbeitergeschwindigkeit. Brauche ich beides nicht unbedingt. Ist beides scheiße. Meine 10% Arbeitergeschwindigkeit, so viel baut man ja nicht in der Umgebung, dass sich Nee. das lohnt. Dann die Nahrung. Nahrung für alle. Ja. So, ich habe eine Ressourcensonde entdeckt und es ist. Warum ist denn da schon wieder ein Wurm? Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie viele Würmer sind. Mein Kolonist fährt jetzt hier gerade schon wieder direkt ins Wurmgebiet. Ach Gott. Sind denn alle guten Bereiche hier schon von Würmern übernommen? Gott, das nervt. Okay, so, der braucht hier noch 4 Runden für die Expedition. Das dauert ja auch wieder ewig. Meine Güte. So, Vielleicht da stirbt er würde ich vorher. gerne als, glaube ich, als nächstes eine Stadt gründen. Ja, ich Ich würde auch glaube, gern ich muss mal überall bei Städte Gelegenheit. gründen, aber da sind überall Würmer. Ja. Scheiße, ey. Ich finde es erstaunlich, beim letzten Mal hatte ich ja auch nicht einen Wurm gehabt, ne? Ja, es hat bis ein Also, Glückskind. Ein ja. kleines. So. Ich bin zu Recht letzter. Ich krieg hier nichts auf die Reihe. Überall Würmer. Es Ah, guck mal, die nervt. anderen sind auch schon wieder alle über mir, ne? Ja. Ist auch besser so, du. So. Produktion wählen. Was ist jetzt gerade fertig geworden? Die Zellzuchtstation. Da habe ich Wissenschaft und Gesundheit. Ah, jetzt habe ich plus 10 Wissenschaft. Jetzt läuft's.
Naja. Gut, dann. Gesundheit habe ich mehr als genug. Dann machen wir noch ein Labor. Kann ich schon Geothermiebrunnen bauen? Weil da muss ich mal zurück in die Forschungsübersicht. War denn das hier? Weißt du noch, wo Geothermie war? Geothermie, erforsche ich gerade, das ist Geophysik. Ach, da Das ist unten. da Ja, irgendwie, okay. da muss es. Nee, dann brauche ich das noch nicht machen. Da kann ich nicht hin. Das ist ausgebaut. Na, ist doch scheiße. Gold ist hier. Ich habe bei keiner meiner Städte irgendeine von diesen drei Sonderressourcen in der Umgebung. Also weder bei meiner ersten Stadt, bei der Station, die gerade wächst zur Stadt, auch nicht bei dem Außenposten, und da, wo ich jetzt die dritte gründen wollen würde, das ist auch nichts. Also. Na toll. Und überall da, wo was ist, sind Würmer. Ich habe ein Alien-Nest zerstört. Na, Gott sei Dank. Wie habe ich das denn gemacht? Weiß ich nicht. Aber gut, dass du es gemacht Das, hast. ich bin jetzt gleich tot, wenn ich das zerstört habe. Ne, ich bin mit meinem Kolonist, mit meinem Erkunder ins Dunkel gelaufen. Und da muss ein Da Alien-Nest muss gewesen genau sein. eins gewesen sein. Rundrum stehen garantiert wieder Aliens. Das heißt, Ja, daneben die ist machen ein dich jetzt Wurm. kaputt. Haha, hast du auch mal einen Wurm. Dann kannst du den doch jetzt gleich kaputt machen, Nick. Das ist deine Quest Ja, da erfüllt. brauche ich mehr Soldaten. Sehr viel mehr, am besten Raketenfahrzeuge. Wissenschaftlich Pharmalabors oder Gesundheit? Ah, ich bin mir nicht sicher. Schwierig, schwierig. Es wird die Gesundheit. Dann ist es ja doch Hätte nicht das so schwierig. gedacht. So, dann baue ich jetzt mal einen Ranger als nächstes. Wie viel kostet denn der, wenn ich den kaufen will? Zu viel, 170, das kann ich mir noch nicht leisten. Okay. Ich habe auch nur Nicht. 90 Grad. Und nur ein Einkommen von plus 6 zurzeit. Ich habe plus 26, aber ich setze ja auch alles immer auf Geld, weil ich dann alle 3-4 Runden mir eine Einheit einfach kaufen kann, oder alle 5 Runden. Anstatt die dann auch noch abwarten zu müssen, 3 Runden, bis die gebaut ist. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Bin bei solchen Spielen immer sehr geldgierig. Beziehungsweise Naja. energiehungrig, wie man hier sagen würde. Und es lädt, das lädt, das lädt. Elend. Und haben die Aliens dich getötet? Nein. Wahnsinn. Ich bin auch überrascht. Oh, hier ist der andere schon. So, was hat denn mein Kundschafter da jetzt ausgebuddelt? Gar nichts. Toll. Völlig sinnlos eine Expedition gemacht. Nichts gefunden. Ach, egal. Fahr halt nach Hause. Idiot. So, wie lange brauchen die noch? 2 Runden. Bis dahin sind die aber möglicherweise tot. Weißt du, wie viele Trefferpunkte man auf Miasma verliert? 10, glaube ich, ne? Pro Runde. Ja. Na gut, dann überlebt das. 2 Runden hat er noch, 30 Trefferpunkte, passt. Schön. Warum kriege ich denn jetzt nichts mehr? Ach, jetzt kriegen die anderen Städte gar nichts mehr durch meine Handelsrouten? Was hat sich verändert? Dann kann Weiß ich ich nicht. das diagnostizieren, was da los ist. So weiß Also ich ich das habe jetzt jetzt nicht. eine neue Handelsroute, wollte ich anfangen. Und meine eigene Stadt bringt mir keinen, nur noch einen Vorteil für meine eigene Stadt. Ah, Nicht mehr für die okay. andere. Das ist komisch. Ja, ich glaube, ich nehme wieder das. Das hat 4 Wissenschaft pro Runde gebracht. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja, mehr Wissenschaft könnte ich jetzt. Wie viel Wissenschaft hast du? Immerhin. 24. Ja, siehst du. Hätte ich auch gerne. Ja. Da kommst du auf jeden Fall schneller voran als ich. Ja. Na, So, es liegt aber. sicherlich auch in der zweiten Stadt vor allem. Ja, das auf jeden Fall. Ich baue jetzt mal hier direkt einen Ranger. Beziehungsweise kaufe den. Das dauert mir jetzt hier zu lange. Jetzt habe ich nur noch 4 pro Runde plus. Irre. Viel Geld oder was? Also Ja. Energie. Ist ja nicht so viel. Nee, ich glaube, ich muss da mal was ändern. So, okay, Wenn ich Runde jetzt beenden. hier den geothermalen Brunnen schon bauen könnte, das wäre was Feines. Ja, ich Aber bin ein da muss bisschen ich, glaube ich, neidisch. noch mal 2 Runden warten. 10 Runden, entschuldige. 100 Zwei Runden. Runden wäre lustig. Zwei wäre Oder gut gewesen. praktisch. Ah, ich habe nur noch 22 Energie plus. Oh. Mann, der Wurm folgt mir. Ich laufe die ganze Zeit mit meinem Kolonisten woanders hin und der Wurm ist immer da, wo ich gerade hin will. Das ist doch Mist. Ah ne, okay, es gibt scheinbar trotzdem noch in beide Richtungen Boni. Das muss nur daran liegen, weil die Stadt so schlecht ist. Die Stadt ist so scheiße. Okay, das wächst, das Boah, sind ist überall gut. Aliens und hier ist meine Xenomasse. Direkt beim Grün. Na toll. So muss es sein. So, ihr lauft dahin, die Ranger.
Der kann zurück nach Hause, kann sich da erstmal auffüllen. So energietechnisch. So, bevor meine zweite Stadt auch nur eine Stadt ist, ist da schon eine Straße hingebaut. Das nenne ich mal effizient. Ja. Infrastruktur vor Behausung. Das können wir Deutschen ja normal gar nicht. Ja. So. So, es gibt jetzt noch einen Erkunder hier. Und hier machen wir... Da wird jetzt noch ein Ranger gebaut. Das nicht letzte Runde schon angeklickt gehabt? Wohl nicht. Wohl nicht. Du bringst es auf den Punkt. Wenn es nicht da ist, dann ist es nicht da, ne? So. Runde beenden. 5 Runden haben wir geschafft. Wahnsinn. Ja, meine Forschung ist gleich durch. Welche die Alienbiologie. Die Alienbiologie. Können wir nochmal kurz reinschauen, was der liebe... Ach, geht ja gerade nicht. Doch, jetzt geht's wieder. Alien-Lebens... Wo ist denn die? Alien-Biolo... Alien-Ökologie sehe ich. Alien... Das ist da drunter, glaube ich. Nein. Doch, nicht? Da. Alien-Biologie ist unter Geophysik. Ah, okay. Also unter Ökologie. Ist ja komisch, warum ist denn Ökologie, Geophysik, Alienbiologie in einem Feld? Was hat denn die Geophysik damit jetzt direkt zu tun? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das wäre doch viel sinnvoller. Guck mal, rechts daneben ist doch Terraformung. Warum ist denn Geophysik nicht mit Terraformung irgendwie zusammen und damit Klimakontrolle? Und Biosphären ist bei Ökologie und Alienbiologie mit drin. Ich verstehe das auch nicht. Ist so ein bisschen komisch. Haben sie sich seltsam ausgedacht. Naja, egal. So, lassen wir sie machen. Was hat der da jetzt gefunden? Meine Expedition hat 30 Kultur gefunden. Ne? Das ist ja das Beste, was hätte passieren können. Wahnsinn. 30 Kultur. Ich mag es nicht glauben. Alter, wie nah will mir denn dieser Wurm jetzt noch zu Leibe rücken? Das ist ja völlig. Ja, die Geophysik dauert jetzt 7 Runden bei mir. Geht eigentlich. Ja, das klingt gut, Nick. Das klingt gut. Bei mir hat es 18 Runden gedauert. Hast du auch bald. Hast du das schon? Nee, 8 Runden habe ich noch vor mir. So, ach, jetzt. Du hast das jetzt aber auch gerade. Ich mache gerade Geophysik, also. Ja. So, jetzt mache ich mal einen Fernangriff auf so ein paar Aliens. Jetzt habe ich nämlich meinen ersten Fernkämpfer. Bam. Und das macht nämlich gleich viel mehr Spaß, als immer Nahkampf zu machen. Zack. So. Sehr, sehr erfreulich, wenn man selbst nicht getroffen werden kann. Ja. So. Gut. Ja, mehr kann ich nicht machen. Es ist, obwohl wir schon in Runde 53, 54 sind, immer noch so, dass man nicht so viel machen kann, wenn man nur eine Stadt hat oder gerade so zwei. Ja. Dann gehen die Runden doch noch schnell vorbei. Finde ich ganz gut. Aber die Runden dauern ungebührlich lange bei der Berechnung. So. Ja, zweite Stadt. Bäm. Sehr gut. Oder? Nee. Ach so. Nee, was? Ist das jetzt schon? Produktion wählen. Ach schön, wie am Anfang immer alles 37 Runden und so dauert. Das ist toll. Praktisch, oder? Da ich jetzt die erste Stufe in Harmonieaffinität habe, kann neben meiner Kunde keinen Schaden mehr durch Miasma. Wow. Cool. Oh, und ich habe mal wieder eine Ressourcensonde entdeckt. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt. Ja, das ist auch das ist krass, wie wir jetzt einfach beide ganz unten auf der Skala sind. Ne? Weil wir uns sowas einfach von dumm anstellen. Ja, aber man kommt dann später relativ schnell da hoch. Also ja. So ist es ja nun nicht. So, ich mache jetzt mal was extrem Dämliches und gründe eine Stadt direkt neben einem Wurm. Ist das eigentlich extrem dämlich? Ich weiß nicht genau. Das weiß ich auch nicht. Das hört sich nicht intelligent an, aber vielleicht lässt der Wurm ja die Kolonie in Ruhe. Oder du musst halt bald neue Kolonisten bauen. Ach Gott. Schon das Gefühl, der verfolgt mich so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, was das soll. Ich gründe jetzt hier einfach mal eine Stadt. Geht nicht, sie können... Ach, ich kann nicht so nah an der Station das gründen, okay. Ganz ruhig, nicht sterben. Klingt so sinnvoll. Da habe ich noch einen Erkunder. Dann kann der ja mal nach hier unten erkunden. Und der Ranger, der geht mal hier runter und beschützt mal meine Kolonie, meine neue. Zack. Das ist schon alles durch, das ist schon alles durch. Wie ist denn das mit Handelsrouten? Handelswegübersicht. Wieso habe ich denn nur eine? Hä?
Warte mal, verfügbare Wege. Ich habe doch zwei Handelsrouten. Zählt mir doch keinen Scheiß. Ach, die andere ist gerade fertig geworden mit Handeln. Mal wieder 10 Runden vorbei. Ja. Okay. I see. So, dann mit Mandira handeln bitte. Ja, ich bin sicher. Denn dann dauert es nämlich auch nicht 40 und 50 Runden, hier um was zu bauen, sondern nur noch 20. Oder so. Wobei, es hat sich überhaupt nichts verändert. Wieso hatten sich da jetzt nichts verändert? Das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. Jetzt hat sich was verändert. Okay, dann ein Handelslager. Das braucht halt eine Weile. Ja, ich merke schon. Sei doch nicht immer so gestresst sofort. Bin ich aber. Stresspanik! So. Wann wächst denn die Stadt? In 3 Runden. Na gut, dann geht's ein bisschen schneller nachher. Gut, so, was macht der Kolonist jetzt? Der wartet, dass der Wurm ihn kaputt macht. Oh Gott, der wird doch nächste Runde, ist der doch hin. Sehe ich doch schon. Na gut. Komm, Rundenberechnung, mach schneller, ich will sehen, wie mein Kolonist stirbt. So, ich glaube, da kommt die nächste Stadt. Eine Einheit wurde getötet, mein Kolonist ist tot. Danke, Wurm. Oh, da ist ein Wurm. Die Viecher Warum sind ist ganz da ein schön Wurm? scheiße. Das finde ich nicht gut. Frag mich mal. Oh, ich habe einen Sonnenkollektor gefunden. Das ist nicht schlecht. So, der bleibt aber erstmal hier liegen. Lohnt sich zurzeit noch nicht. So, was bauen wir hier jetzt? In Anbetracht dessen, was machst du denn gegen die Würmer? Was Ja, normalerweise Fernkampfeinheiten halt, also Also Ranger am Raketen besten. oder Ranger, Raketenfahrzeug oder Ranger, je nachdem, was man so da hat. Und dann entsprechend drauf schießen. Ich baue mal jetzt noch einen Oh. Ultraschallzaun hier, das nervt mich sonst. Hier ist nicht nur ein Wurm, hier sind auch Wolfskreaturen und. Das Also ich alles. glaube, ich brauch mehrere Ranger, glaube ich. Ich bin nicht Vielleicht. sicher, ob einer reicht. Auch das. Dann baue ich erstmal noch einen Bautrupp und danach 3 Ranger. Und hier unten gibt es jetzt als nächstes einen Kriegsheikler. Das war Klingt schon gut sinnvoll. ausgebaut hier. Ja, dann schauen wir uns mal erstmal noch ein bisschen um, wo hier vielleicht ein besserer Platz für eine zweite Stadt ist, für eine dritte Stadt ist. Weil da hinten war offensichtlich Wurmterritorium. Das war nicht so eine gute Idee. Ja, das kommt davon, wenn du erst den Kolonisten losschickst und dann den Erkunder. Ich glaube, das war auch jetzt nicht so klug. Ja. Aber ich lerne ja noch, ne? Also. Wie viele Städte hast du jetzt? Zwei immer noch, ne? Zwei, genau. Und sobald ich da ein bisschen aufgeräumt habe, habe ich vielleicht bald eine dritte. Sehr schön. Oh, irgendwer ist Veteran geworden. Der ist Veteran geworden. Das ist gut. Dann kann der sich jetzt erstmal heilen. Der ist fertig mit Ausbauen. Also nicht schlecht. Dann kann ich noch einen. Ich empfehle Ihnen hier einen Generator zu bauen. Wie viel Nahrung habe ich denn in der Stadt? Plus 3, das ist okay. Dann mache ich das auch. Da ist auch schon wieder Wasser. Sag mal, gibt es denn hier nirgendwo mal die Superressourcen, die neuen? Ach, da oben halt, ne? Aber da sind auch wieder Ja. Würmer. Ach, ist doch alles doof. Also darf ich mal zählen, abgesehen von den zwei Würmern, die hier sind, sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andere Na, dann Alien-Einheiten. Prost Mahlzeit, ne? Und da möchte ich eine Stadt gründen. Möchtest du unbedingt? Wollte ich. Erscheint mir plötzlich nicht mehr so sinnvoll. Gar nicht so verführerisch wie vorher. Nee. Da brauche ich, glaube ich, jetzt 100 Ranger. Hunderte. Eine ganze Hundertschaft. Also Bereitschaftspolizei halt, ne? Ja. Ja, es geht nicht so voran, wie ich mir das wünsche. Ich habe jetzt schon seit 3 Runden dieselbe Punktzahl. Das ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Aber 13 Forschung. Also,
Wenigstens da wird's besser. Etwas. Veteranenstatus. Der Erkunder lebt noch. Wie kriege ich den jetzt hier wieder halbwegs heil raus? Alter, jetzt sind hier so eine Artillerieviecher aufgetaucht direkt neben meiner Basis von den Aliens. Ne. So Fernangriffmonster. Och komm, ey. Das muss doch jetzt alles nicht sein. Ist doch jetzt nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, ich muss mich da jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückziehen. Ja. Klingt sinnvoll. Die kommen mir jetzt hier alle schon ein bisschen zu nah, ehrlich gesagt. Aber es ist ganz gut, weil da kannst du wirklich hintereinander weg immer mal so ein Alien nach dem anderen beschießen, ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, dann hast du irgendwann nur noch Veteranen-Ranger. Ist auch nicht so schlecht, so zwei, drei Veteranen da im Team zu haben. Hier ist doch ein schöner Platz für meine nächste Stadt. Da war ich doch schon gar nicht so falsch letztes Mal. So, der braucht jetzt hier 5 Runden. Die sollen sich heilen. Ach, hier ist ein Alien-Nest. Das erklärt natürlich einiges. Das wird's erklären, ja. Dass da zumindest immer welche auftauchen. Ja. So, wie viel kostet nochmal so ein Kolonist? 470 Energie. Ach du Scheiße. Dann baue ich lieber vorher nochmal einen Ranger. Boah, den Kolonisten einfach über die Zeit. Gut. Ja. Nächste Runde. Also ich brauche jetzt, glaube ich, da keinen Kolonisten mehr bauen, weil ich nicht wüsste, wie ich den da jemals hinbringen sollte. Bei 7 Viechern irgendwie und einem Alien-Nest? Ich wurde von einem feindlichen Manticore bombardiert und direkt neben meiner Stadt ist noch ein Wurm aufgetaucht. Also haben wir irgendwie die Aliens schwieriger eingestellt als die letzten Mal? Ich weiß nicht, es kommt mir so vor. Wirkt irgendwie so, ne? Aber so ganz schön ärgerlich. So, erkunde mal hier noch ein bisschen, Junge. So, der stellt. Was haben die Einheiten eigentlich für einen Unterhalt? Welche denn? Die Ranger. Kosten steht nicht da. Also wenn man sie baut, steht's nicht da. Ja. Wenn man auf die Ranger drauf. Einheiten 10. Wo sieht man das bei Militärübersicht? Nee, bei Wirtschaftsübersicht. Die Kosten für jede Einheit betragen derzeit 1,25. Ach, pro Einheit zählt das. Und 8 Einheiten habe ich. Und 3 Einheiten. Bei Ausgaben oder was? Nee. Ja. Ausgaben? Nee, wenn du oben auf die Energieanzeige klickst. Ach, okay. Nee, da war ich ja auch gerade. Warte mal, ich sehe hier nur die Städte. Stadteinnahmen und dann. Gesundheit? Ich sehe das nicht. Wo steht denn das? Wenn du da raufklickst. Ja, habe ich gemacht. Draufgeklickt. Dann habe ich die Wirtschaftsübersicht. Und dann bei Ausgaben also unter da direkt Einheiten mal rüberhovern. Ach, bei Einheiten drüberhovern. Ja, okay. 1,25 pro Einheiten. Ich habe auch 8 Einheiten. Kostet 10. Sehr witzig. Genau das gleiche. Boah. Ist das alles teuer. Tja. Kriegst nichts geschenkt im Leben, ihr kriegt neue Folgen Civilization ständig geschenkt, deswegen müsst ihr jetzt mal ein bisschen euch zurücknehmen, ja, und auch mal 2 Tage warten auf die nächste Folge, denn die hier ist schon wieder vorbei, weil viel zu lang. Ah, schade. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal.